Fangen wir schon mit den Quests an, bis er da ist. Erschaffte Ondo. Akademia des Schreckens. Oh, Flossenloser, du warst einer der Gesandten der Alten, oder? Welch ein Glück, dass ich gefunden habe. Wir benötigen deine Hilfe. Seit der Abgrund von den Lichtern der Stadt erleuchtet wird, hat eine große Bestie in der Gegend die Unwesen getrieben. Sie langt mit ihren riesigen Schlund zu und hinterlässt nur noch fetziges Fleisch. Zerfetztes Fleisch. Die Ältesten von der Art fürchten, dass es ein Omen ist, ein Vorbote für die Vernichtung unseres Stammes. Haben wir die Alten verärgert? Das können wir nicht wissen. Wir wagen es nicht, ihre heilige Wohnstätte zu betreten, ohne vorher ihnen ihren Segen erhalten zu haben. Darum bin ich in diese Stadt der Flossenlosen gekommen, um jene zu suchen, die uns davor geholfen haben. Und schon treffe ich dich. Bitte betritt so schnell wie möglich die Stadt der Alten, sprich mit ihnen und bring in Erfahrung, was sie getan haben, um ihren Zorn auf uns zu beziehen. Eine feindlich gesinnte Kreatur unbekannter Herkunft bedroht den Lebensraum der Ondo. Womöglich kann der Beamte im Büro des Administrators die Auskunft über mysteriöse Bestie geben. Ja, das ist mal ein interessanter Anhaltspunkt. Vor allem, dass die Stadt noch existiert, nachdem wir das Ende gemacht haben. Ja, das ist mal was Ulkiges. So. Ja, ich kann ja fliegen. Oh. In Final Fantasy kann man sofort so fliegen. Am Ende einer Zone. In WoW muss man sich da grinden. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Monster. Und diese Bestie war ausgesprochen ungewöhnlicher. Der Beschreibung zufolge könnte es sich durchaus um eine neuartige Kreatur handeln, die von den Forschern der Academia Anida erschaffen wurde. Somit läge die Angelegenheit außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Ich schlage vor, du gehst damit zum Büro des Architekten oder besser noch, sprich einfach direkt mit einem Gelehrten der Academia. Die Academia Anida und ihre öffentlichen Bereiche befinden sich südlich dieses Gebäudes. Falls die mysteriöse Bestie eines ihrer Exemplare ist, dann werden sie dir sicherlich mehr darüber erzählen können. Okay. Das Reiten innerhalb von Gebäuden ist verboten. Fehlt eigentlich noch, dass sowas kommt irgendwo. So eine fette Kreatur, die rumgeiern soll. Ich wüsste nicht was. Ah, ich glaube, ich war hier gar nicht drin. Hallo. Folgst du auch dem Ruf der Academia? Nur durch neutrale Beobachtungen und kritische Reflexionen können wir neue Erkenntnisse über die Schöpfungsmagie gewinnen. Ich sehe zu Labria auf. Ein genialer Schöpfungsmagier. Und Vorbild für alle unserer Zunft. Es gibt nur wenige, die es im Bereich der Schaffung neuartiger Kreaturen mit seinem Wissen und seiner Expertise aufnehmen können. Ja, Endcontent. Ja, Wolle. Hey Wolle, was geht? Schönen Samstag gehabt. Willkommen in den öffentlichen Bereichen der Academia Anida. Die heiligen Hallen der Academia selbst sind nur eingeschriebenen Gelehrten zugänglich. Ach, ich bitte um Verzeihung. Wenn ich mich recht entsinne, hat er mit höchst selbst dich in das Register der Stadt eingetragen. Damit verfügst du über eine Sondererlaubnis, um das angesehene Institut betreten zu dürfen. Dürfte ich wohl nach dem Grund deiner heutigen Besuch fragen? Du hast noch ein Level vor dir? Da wirst du einen Spaß haben, ey. Ich verstehe. Ja, die fragliche Kreatur unterliegt in der Tat unserer Aufsicht. Oh. Dann wird dir eine Tour des Geländes vorschlagen, um dich selbst davon zu überzeugen, dass die Kreatur sicher verwahrt wird? Unser Forschungsleiter ist anwesend und kann dir womöglich Fragen zu dem von dir beschriebenen Experiment beantworten. Ist keine Lust mehr. Warum hast du keine Lust mehr? Dein Wissensdurst ist erstaunlich für jemanden in deinem Alter. Ich rate dir jedoch nachdrücklich, innerhalb der Akademie Vorsicht walten zu lassen. Fass lieber nichts an und lenke die anderen Forscher nicht von ihrer Arbeit ab. Also muss ich darauf bestehen, dass du mir bei deiner Rückkehr Bericht erstattest. Wir wollen schließlich nicht über den Überblick über unsere kleinen Besucher verlieren. Bitte hier entlang. Oder hier entlang, bitte. Weil Story nervt. Ich will nur Endcontent spielen.
Ui, da hast du aber gerade schon was. Hast du eine falsche Mentalität? Ah, oh, das ist ein Dungeon. Oh, krass. Ganz schön grün hier. Ist es Bioshock angelehnt? Das ist fucking Bioshock. Voll geil. Rapture. Welcome in Rapture. Was ist denn das für ein festiges Ding? Immer erstmal ein bisschen halbwegs langsam. Erzeugt der Mönch? Ich war nicht nach dem Mönch. Was haben wir eigentlich? Wir haben einen. Ja, sieht okay aus. Das ist ein Black Mage. White Mage. Okay. Was ist das, ein Summoner oder was ist das? Heilung mit. Hi, hi. Gerade so gerettet meine Kombo. Ein schöner Ort, riesiges Aquarium. Wohlgemerkt unter Wasser. Eigentlich. Wirklich? So, warte mal, hier ist es schick jetzt. Hallo? Hallo?
Gut. Huch. Das ist ein Haibär. Cool. Am Ende beziehen. Ah, weg. Weg, weg. Weg. Funktion ist der Tankbuster. Warte, kommt ein zweiter? Ah, jetzt kommt ein zweiter um Ecke, alles klar. Lass mich raten, 30% kommt weit auf die Plattform und machen hier echt Party. Party, 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 die machen richtig Party. What the fuck? Ah, ich muss es im Auge behalten, wo die beiden rumschwimmen. Ja, das ist ja noch herrlich gut, ey. Kommt hinten hoch. Ah, okay, der eine macht AOEs, der andere macht Single Target. Also der hier macht die ganzen nervigen AOEs. Und sein Kollege, der hier rumflebt, der geht Single Target hier auf mich jetzt. Oder einen großen AOE brauche ich dafür. Dam, 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 dam. So, jetzt kommt er da drüben, macht wieder seinen fetten AOE. Schön an die Seite. Hi, für Schwung! Ah, jetzt hat er mehr Schaden. Aber wie viel Schaden kann das denn sein? Au! Au! Au. Eyo. Willkommen in Rapture 2. Halsband. Eine Infobroschüre. Ich bin gespannt, was ich denn da drin. Aha, aha. Okay. Ich soll tanzen und so. Viele, viele bunte Smarties. Rette sich, wer kann. Ich werde mir mehr pullen. Das ist ja auch ein bisschen wenig. Das bringt doch irgendwann den Zaun, wa? Nix. Aha! Laborknoblauch? Laborzwiebel? What the fuck? Voll geil, wie ich einfach alle dezimiere und zurückklatsche. Sieht auch aus. Was ist drin? Frommigkeit. Schlossenheit. Nichts Interessantes gewesen. Ich will mal kurz mein Combo machen. Na, du Sack, mach deinen scheiß AOE doch nicht. Jetzt können wir es machen.
Oh mein Gott! Panikknopf, Panikknopf, Panikknopf. What the fuck bist du denn, hässliches Alter? Jo. Na gut. Scheiß drauf. Das sind ja viele Münder, das ist voll eklig. Überall, aber es ist auch im Rücken. Au. Warum er diesen Morbol erschaffen hat, der ist hässlich. Mag auf derselben Stelle so ordentlich, wirklich. Ah, nee, er hat sich gedreht. Ah, voll in die Dingens kurz, Alter. Ja, lecker. Okay, wir haben zwar Damage schon, die finde ich so schön. Ey, ich hab was bekommen, cool. Voll gekotzt, Alter. Er macht gleich wieder sein ekelhaftes Zeug. Blüte. Ah, er gibt einem Gewicht. Oh. Da war ein falscher Schlag. Ah, der Schaden ist so schön anzuschauen im Vergleich zum Ninja vom letzten Mal. Mist und Mist. Aber unsere Heiler mögen's. Und Damage steht da auch. 425, ey. Labreas Worte. Die stellen jetzt zwei nicht ohne Grund, die machen wahrscheinlich so unsagbaren Schaden. Ich
wissen wir, wie viele Sachen. Okay. Habe ich ihn unterbrochen? Nee. Scheiße. Unbekanntheit. Cool. Albtraum ist ein Albtraum, rechtlich verkannt. Ah, ein Pegasus. Hallo Pegasus. Infobroschüre, Schatztruhe. Ganz zu spät. Schon wieder. Ja. Heilung. Magie. Na, wo kommen wir jetzt an? Die Academia Anidia haben wir gesehen. Die Richtigkeit von La Breas Theorie beweisen. Mein Leben für die Schöpfung wird. Hat der gerade gesagt, was ich gesehen habe, was er gesagt hat? Der Zottel? Oh Gott. Ido. Na ja, super. Na ja, super. Große Schlange. Hi Malte! Na dann, 3, 2, 1, go! Große Schlange. Oh, sauer. Okay, da ist ein AOE. Bitte. Ein Punkt auf dem Boden und es gibt überall Punkte, wo man sich hinstellen sollte. Ah, und Lichtkugeln. Die man. Ich denke, besser nicht anpacken sollte. Aber man soll sie einsammeln, okay. Ah.
Oh. Okay. Blitzbogen ist der Tankbuster. Das Single Target. Donnerkeil ist der AOE. Er ist tot. Er hat überlebt. Wow. Ah, der war ganz schön in die Beine in die Hand genommen, wa? Scheiße, verdammt. Blitzbogen, Donnerkeil, klar. Kugeln. Machen Gewitter. Ach komm, was soll's. Limit. Schon. Einfach, dass sowas kann. Wie geht's? Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Endcontent machen macht irgendwie Laune. Schön Dungeons und so weiter. Zum ersten Mal schöne Sachen sehen. Oh, warum ist er denn traurig? Ist gut. Oh yeah. Neue Gürtel. Yay. Also, was brauche ich noch? Ich habe das Zeug, ich brauche noch Ohrringe, ich brauche noch Handgelenke und ich brauche noch einen Finger. Gut. Schick, schick. We need healing. Essen ein. Geht doch nicht. Ah, da ist unser Besucher ja wieder. Was denkst du über unsere Experimente? Könnten deine Fragen zufriedenstellend beantwortet werden? Die Gelehrten haben sich in Monster verwandelt. Die Experimente sind geflohen. Danke für den Follow. Ich hätte nie gedacht, dass Lahabrea ein Gelehrter ist. Ich habe keine weiteren Fragen. Die Gelehrten haben sich in Monster verwandelt. Das ist beunruhigend. Bei dem, was du beobachtet hast, kann es sich nicht um Transformation gehandelt haben. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass sie das Ergebnis unserer Forschung fortschrittlicher Schöpfungen waren. Gestaltwandlung ist bestenfalls ein vorübergehender Effekt. Bei der Schöpfung wird jedoch die Lebensenergie in Äther umgewandelt, der dann aufgewendet wird, um einem sorgfältig konstruierten Konzept eine reelle Form zu geben. Durch die Kombination des Äthers verschiedener Individuen
können wir theoretisch Wesen von zunehmend größerer Komplexität und Pracht erschaffen. Die Methodik dahinter ist der Fokus unserer derzeitigen Experimente. Gab es dort noch etwas, was deine Neugier geweckt hat? Ich werde versuchen, deine Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Aha, alles klar. Ja, die Experimente sind geflohen. Sie haben alle Leute umgebracht. Geflohen? Das glaube ich nicht. Die Academia Anida verfügt über die besten Sicherheitsvorrichtungen und Forschungsprotokolle aller Institutionen auf diesem Gestirn. Ah, da fällt mir ein. Sie hatten vor, die Proben zu untersuchen, die sie jenseits des Meeres gefangen haben. Könnten sie womöglich gefährlicher gewesen sein, als sie erwartet hatten? Haben? Doch selbst wenn das der Fall sein sollte, sollte man den Einfallsreichtum unserer Gelehrten nicht so schnell abschreiben. Von der Anwesenheit unserer geschätzten Labria ganz zu schweigen. Ja, ich bin mir sicher, dass sie bald die Lage bald im Griff haben werden. Aha, okay, wenn du das sagst. Du brauchst dir aber solche Dinge nicht den Kopf zu zerbrechen. Und sei nicht entmutigt, es ist schade, dass deine Erkundigungen diesmal unterbrochen wurden. Aber es werden sich sicherlich noch weitere Gelegenheiten für einen Besuch ergeben. Ey, sie kündigen mir Dungeons hier voran, cool. Gab es noch etwas, das deine Neugier geweckt hat? Ich werde versuchen, deine Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Finde ich gut, dass sie in dem Satz genau sagen, von wegen, es werden mehr Dungeons hier drin sein, in diesem Gebäude. Cool. Ich hätte nie gedacht, dass Labria ein Gelehrter ist. Die Typen sind unheimlich, ich finde die cool. So von wegen einer von uns. Aber ja doch, es gibt wenige, die es im Bereich der Schaffung neuartiger Kreatur mit seinem Wissen und seiner Expertise aufnehmen können. Du hast mit Sicherheit mal einen Blick auf seine Arbeiten geworfen, oder? Angesichts des Grunds deines Besuchs nehme ich an, dass dieses Forschungsmaterial für dich von besonderem Interesse war. Alle prima, ey. Gab es noch etwas, was deine Neugier geweckt hat? Alle prima, ey, müssten erschaffen worden sein von ihm, so ziemlich, so wie es klingt. Ha. Die haben alle so eine Dinge gehabt wie der Kollege am Ende. Keine weiteren Fragen. Nein? Na schön. Solange dein Wissensdurst gestillt wurde, können wir deinen Besuch hier wohl als Erfolg verbuchen. Was die Kreatur angeht, die ausgebrochen sein soll, so kann ich dir versichern, dass unsere offiziellen Stellen der Sache nachgehen werden. Du? Bist dir also sicher, dass du sie nicht innerhalb der Akademie gesehen hast? Falls Achachno-Eatania sich wie durch ein Wunder befreit hat, was ist damit aus den Forschern geworden? Ach, das sind nur Gedankenspiele, nichts weiter. Hast du nicht etwas von einem Bekannten erzählt, der auf Neugier aus der Suche wartet? Du sollst lieber nicht im Ungewissen lassen. Anscheinend gibt es in der Akademie Anida keine weiteren Informationen über die mystische Bestie. Kehre nach Wachstadt zurück und erstatte dem erschöpften Ondo Bericht. Bye. Schön. Ich soll mich mal fragen, wie er diese geile, schallige Stimme hier hinbekommt. Und 10 Minuten lange Sätze in einem kurzen Ton ausdrückt. Kannst du das nicht? Also, schallige Sätze sind doch voll cool. Doch, aber er ist schalliger. Ich könnte das theoretisch auch machen. Ich brauch's nur mein Ding jetzt anmachen. Wie heißt das Gerät hier noch? Na. Eine Voice Mod. Da kann ich schön was Bescheuertes machen damit. Moment. So ist das Gerät. Da ist das Gerät. Moment. Sound, Playback Tab. Achso, ich muss das Ding jetzt mal anmachen. Oh. Ich habe das Gerät nicht ausgemacht. Da ist es. Dann.
Gerät nicht gefunden. What? Achso. Update zwingend erforderlich. Nein. Na, der hat es einfach ausgemacht. Da, du Sau! Das macht das Gerät einfach aus. Darf ich mal schön was hier rumspielen im Voice und dann kommt sowas bei rum. Ich will unbedingt das Update fahren, das ist total scheiße. Komm, noch mal kurz das Update, das wird nicht allzu lange dauern. Meine Güte, jetzt ist aber gut hier. Krieg ich noch eine Krise hier. Ethernet, einmal kurz zur Wrackstadt unter. War das? Ja. So, dann machen wir kurz. Ja, akzeptier. Go, go, go. Nehmen wir das richtige Mikrofon. Nehmen wir das hier einmal. Oh, der gerade das Problemchen. Uiuiui. Ui, ui. Aha. Versuchen wir es mal. Also, Soundmod, ne? Er wollte es ja unbedingt sehen, hören, was auch immer. Audio. Voice Mod. Ist auf 2. Ah, da. Passt das? Passt, oder? Prost. Es war schallig. Ja. Kannst noch schalliger einstellen, wenn ich mag. Der Vorteil, wenn man zwei Mikrofone hat. Der eine ist eigentlich für Discord gedacht. Aber ab und zu nutze ich mal für ein bisschen Spielereien. Während das hier, das Mikrofon, für Streams und Videoaufnahmen ist, also für Livestreams und das andere Zeug. Wo bin ich gelandet? Ich muss einfach drüben hin. War doof gelaufen. Welche Dungeons musst du denn machen? Kazumi. Welche Dungeons denn? So, erschaffte Ondo. Da bin ich wieder. Du bist zurück, was ist mit den Alten? Wie können wir ihren Zorn besänftigen? Weiß nicht. Pakete? Du meinst, diese Beste sei geflohen? Sie wurde nicht entfesselt, um uns zu bequälen? Eine wahrhaft furchterregende Kreatur, wenn sie selbst von den Alten nicht zu bändigen ist. Doch ich bin sehr erleichtert, dass wir die Alten nicht verärgert haben und dass wir nicht der Grund für das Auftauchen dieser Bestie sind. Ich werde zu den Becken zurückschwimmen und mich mit meinen Kameraden beraten. Wir müssen uns eine Strategie überlegen. Die Bestie ist zwar riesig, aber auch flink, schlüpfrig. Hey, wir würden uns freuen, wenn du uns helfen könntest, sie aufzuspüren. Flossenlose machen sich am besten an Land, und das Meer hat unsere Heimat noch nicht zurückerobert. Komm auf den Grund des Meeres und jage diese Bestie mit uns. Okay. Gerne. Du musst doch alle machen. Hauptquest und Spiel kaufen. Oh. Da ist ja ganz schön was vor dir, wa? Da ist ja ganz schön was vor dir.